Betriebsratsmitglieder bei Geobra-Brandstätter hatten Mitarbeitern Tipps gegeben, wie sie sich bei der Hitze verhalten. Und daraufhin hatte der Arbeitgeber beim Arbeitsgericht einen Antrag gestellt, diese insgesamt acht Betriebsratsmitglieder auszuschließen und ist damit in der ersten Instanz beim Arbeitsgericht zunächst gescheitert. Warum, wieso, weshalb? Alles in diesem Video. Guten Tag, mein Name ist Alexander Bredereck, ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht und Sie erinnern sich an die Hitzewelle des letzten Sommers und Sie erinnern sich vielleicht an Ihre Kindheit, wo Sie mit diesen kleinen Playmobilen gespielt haben. Die werden gebaut bei Geobra Brandstätter, so heißt die Firma, wusste ich selber gar nicht. Da ist es wohl hitzebedingt zu einigen Gefechten im letzten Sommer gekommen. Betriebsratsmitglieder sollen den Beschäftigten gesagt haben, dass die in der Sommerhitze Pausen von jeweils 10 Minuten pro Stunde machen können sollen. So ganz klar ist das ja immer nicht, was genau gesagt wurde. Aber das Ganze spielte schon im Sommer 2018, also nicht diese Hitze, sondern die Hitze des Sommers davor, wird regelmäßig wieder hinzukommen. Es geht im Prinzip darum, eigenmächtige Hitzepausen, und der Betriebsrat ruft dazu auf, kann das jetzt schon eine grobe Pflicht oder ist das eine grobe Pflichtverletzung? Eine grobe Pflichtverletzung ist Voraussetzung dafür, dass der Arbeitgeber beim Arbeitsgericht beantragen kann, diese Betriebsratsmitglieder von der Betriebsratstätigkeit auszuschließen. Das war sozusagen der Hintergrund. Und jetzt ist es so, die Arbeitnehmer hatten, also die Betriebsräte hatten gesagt, sie haben ja nicht gesagt, macht hier eigenmächtig unzulässige Pausen, sondern sie haben lediglich gesagt, es gibt technische Regeln für Arbeitsstätten, diese Arbeitsstättenrichtlinien, und da gibt es, wenn es heißer als 35 Grad im Arbeitsraum ist, eben bestimmte Maßnahmen, wie man dann diesen hitzebedingten Beeinträchtigungen begegnen muss seitens des Arbeitgebers, die, so interpretiere ich mal jetzt hier, möglicherweise so vom Arbeitgeber nicht befolgt wurden. Ja? Ich empfehle immer, nicht eigenmächtig zu handeln, notfalls sich einen Anwalt zu nehmen, gerichtliche Hilfe und so. Aber Sie wissen ja selber, wenn Sie da in der Hitze stehen, wie sehr Ihnen da meine Tipps helfen. Ne? Sie stehen da also bei 40 Grad, die Schweiß läuft runter, gucken bei Bredereck im Video nach und Bredereck sagt, nee, also nicht einfach von der Arbeit, nicht einfach die Arbeit niederlegen. Ist eine Arbeitsverweigerung, ist ganz gefährlich. Ja? Und da ist natürlich, das Gleiche gilt für die Betriebsräte auch, wenn die jetzt dazu aufrufen, oder sagen wir mal nicht dazu aufrufen, sondern darauf hinweisen, dass das so genau steht, das ja, wie Sie wissen, in den Arbeitsrichtlinien ja nicht drin. Ja, das ist ja das Dumme, dass der Gesetzgeber hier einfach nur Steine statt Brot gibt. Ja, wenn man jetzt also das noch dazu kollektiv aufruft als Betriebsrat, dann ist halt die Gefahr, dass das ja quasi de facto wie eine Art Streikaufruf ist, wenn die Voraussetzungen nicht gegeben sind. Und ob die Voraussetzungen gegeben sind, ist immer sehr schwammig und sehr gefährlich. Ja? So, dass jetzt also der Arbeitgeber sagt, ja, wenn du das machst, Betriebsrat, wenn das hier in so einer unklaren Situation, dann ist das auf jeden Fall eine Verletzung der vertrauensvollen Zusammenarbeit. Und ob das eben so ist, darum ging es hier. Und das Arbeitsgericht hat gesagt, das ist aus unserer Sicht nicht erfüllt. Da die, meiner Ansicht nach, wie ich immer sage, auch grundsätzlich, wenn jemand was tut, auch einen Fehler machen können muss, und da wir hier Grenzbereiche haben und dass das dadurch, dass das originale Zuständigkeit auch des Betriebsrats ist, sehe ich das im Ergebnis genauso. Das eine ist immer, dass man sagt, vorsichtig Leute, aber das andere ist, wenn man deswegen jetzt den Betriebsrat, selbst wenn er sich da mal geirrt hätte, oder da die Abwägung falsch vorgenommen hat. Ich denke, das reicht an sich nicht. Und so, wir werden uns das Urteil angucken, wenn es da ist, die genaue Begründung. Ich habe jetzt hier nur die Pressemeldung auf LTO. Aber wenn das so grob in die Richtung geht, dass das Gericht gesagt hat, die Fakten sind mir da mehr oder weniger egal jetzt, sondern es kann schon nach dem Vortrag des Arbeitgebers, reicht das schon so nicht aus, dass eine Hitze war, das lässt sich ja sicher feststellen. Das wird ja auch eigentlich unstreitig sein, dann ist das wohl aus meiner Sicht so richtig. Ja?
Dann gab es noch ganz witzige Beiding. Da sollte ein anderes Mitglied sollte auch noch ausgeschlossen werden. Das ist jetzt ein bisschen spannender, weil er wiederum andere Betriebsräte als Schwanzlutscher-Fraktion bezeichnet hat. Also die waren von einer anderen Gewerkschaft. Ja? Und da hat er das aber bestritten, das habe ich nicht gemacht. Also war streitig, hat er das überhaupt gemacht? Und da hat das Arbeitsgericht aber gesagt, dann hör ich mir gar keine Zeugen an, ob das stimmt, das reicht auch nicht. Selbst so eine einmalige Pflichtverletzung, man sagt ja so bei uns Anwälten immer, im Eifer des Gefechts kann man und zur Verteidigung der Rechtsordnung so, ne, im Kampf um die Rechtsordnung. Ne, und hier, wenn der jetzt hier im Kampf mit den anderen Betriebsräten, wer dann Recht hat, da mal sich da mal einmal so daneben benimmt. Sogar, was ja eindeutig eine Beleidigung ist, ja, sogar eine andere Fraktion beleidigt, wobei man wieder fragt, damit sagt, beleidigt ja auch die einzelnen Kollegen. Ne? Wenn du sagst, Schwanzlutscher-Fraktion, dann sage ich, woraus besteht die? Aus bestimmten Menschen. Und damit sage ich ja, ihr seid die Schwanzlutscher. Und dann sage ich zu jedem quasi Schwanzlutscher. Und das ist natürlich eine Beleidigung, da wollen wir gleich drüber diskutieren. Ja. Und das ist auch vielleicht noch eine, was weiß ich, sexuell kann man vielleicht auch noch irgendwie sagen, Diskriminierung oder sonst was. Also da wollen wir gar nicht weiter prüfen, das geht nicht. Das hat das Arbeitsgericht auch nicht gesagt. Es hat nur gesagt, wenn das so war, wir unterstellen mal, es war so. Wenn es nicht so war, hast du eh kein Problem, kannst du ihn eh nicht ausschließen lassen. Und wenn es so war, dann reicht uns dieser einmalige Ausfall nicht. Obwohl er natürlich ganz klar und so weiter. Und die könnten möglicherweise trotzdem auch noch Strafanzeige stellen. Ja. Soweit. Wir sehen wieder, wie schwer und schwierig und kompliziert es dann ist für den Arbeitgeber, einzelne Betriebsräte ausschließen zu lassen. Nicht jammern auf Arbeitgeberseite bitte, auch wenn wir manchmal, wenn ich den Arbeitgeber in solchen Fällen nochmal vertrete, selbst da denken, um Gottes Willen, ja, es gibt ja auch krasse Fälle, ja, aber das ist umgekehrt, muss ich da sagen, ist der Schutz für die Betriebsräte wichtig, weil sonst die einfach nicht ihre Arbeit machen. Sie werden sonst keinen mehr finden, dann kann man das ganze System aufgeben. Und ich bin ja immer der Meinung, man kann als Arbeitgeber bei gebotener, vertrauensvoller Zusammenarbeit auch mit nahezu jedem Betriebsrat vernünftig zusammenarbeiten und daraus Vorteile ziehen. Ja, darf man aber nicht vergessen. Ja, die meisten Arbeitgeber sehen Betriebsrat immer so als Behinderungsorgan an. Nicht not, ist aus meiner Sicht nicht zwingend. Gut. Soweit. Danke für die Aufmerksamkeit. Abonnieren Sie gerne den Kanal. Ich freue mich über Daumen hoch. Ich freue mich über Fragen. Und denken Sie dran, einmal die Woche mache ich jetzt immer. Es gibt nicht so viele Antworten auf die Kommentare, aber einmal die Woche gehe ich für die Kalenderwoche die aktuellen Anfragen durch. Und das ist immer, wird immer freitags gesendet. Liegt dann ein bisschen zurück hier, Schnitt und Organisation und so. Aber quasi ungefähr eine Woche später kriegen Sie freitags, immer freitags, die Antwort auf Ihre Fragen. Habe ich jetzt schon zweimal gedreht. Ich komme nicht ganz durch, aber so im Prinzip so die wichtigsten Sachen kann ich. Also da ist eine hohe Quote, dass auch Ihre Anfrage dabei ist momentan. Ja, danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.